Schuhe auseinandergestaubt werden. Ja. Anneliese, ach Anneliese, warum bist du böse auf mich? Anneliese, ach Anneliese, du weißt doch, ich liebe nur dich. Doch ich kann es gar nicht fassen, dass du mich hast sitzen lassen, wo ich von dem letzten Geld die Blumen hab für dich bestellt. Und weil du nicht bist gekommen, hab ich sie voll gut genommen, ihre Köpfe abgerissen und dann in den Fluss geschmissen. Anneliese, ach Anneliese, nachher tat es mir wieder leid. Anneliese, ach Anneliese, wann wirst du nun endlich gescheit? Gut, dass der Friseur noch immer ist. Wenn wir zusammenhelfen, dann immer, wenn es zusammenhelfen, da ist der Brabi. Gut, es passt. Herr Braumeister, die alles passt. Bis jetzt. So tun die Linsen. Alles in Ordnung. Perfekt organisiert. Tolle Helfer, also mehr kann man sich nicht wünschen. Hast du einen Ton drauf? Ja. Ja, dann, das ist der beste Mann. Der ist nie am Nasch gelingt, wie wir es runtergezogen haben. Der Braumeister ist ja nichts mehr gewohnt, der ist ja noch nie auf der Erde gewesen. Ja. Noch nie, aber der hat uns okay. Gelingt, junge Mann. Prost. Red nicht so viel und trink. Mann, Prost. Red nicht so viel. Das ist wie ein Klingschmier. Das weiß ich, und ich muss halt nur aufpassen, deswegen ohne Handschuhe hätte ich nichts da, weil wenn du es aufreißt, dann hast du noch eine Heftflasche. Ganz ein schwarzes Bier haben wir vor uns. Herr Braumeister, was ist denn das für ein Bier? Das ist ein sogenanntes kaltgehopftes Bier. Das heißt, während der Reifephase im Tank kommt nochmal Hopfen rein. Und dann wird das Bier nicht bitter, sondern in dem kalten Bier löst sich nur das Hopfenöl. Aha. Und dann kriegt es den typischen aromatischen. Zu. Muss einer dabei sein, Blinde? Da braucht er doch nicht Stinger, wenn er das auf die Jahre wie vorgeht. Da braucht er doch gar nicht Stinger. Bella, bella donna, bella, bella mia, komm mit mir heute Abend in die kleine Osteria. Draußen in der Laube trinken wir dann Vino, und nach jedem Kuss sagst du mir lächelnd, oh Bambino. Alle anderen Schafen, stör sie nicht, nur im fernen Hafen, wehr dich nicht, singen doch die Braven, hör sie nicht, ihren eigenen Hof. Bella, 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 donna, bella, bella mia, komm mit mir heute Abend in die kleine Osteria. Wo die Zypressen stehen am blauen Meer, da ist die Welt so schön, da ist die Welt so schön. Wo die Zypressen stehen. Oder nach der erste Wettbewerb mit 10 Minuten, das dann zur Auswertung kommt. Der zweite Wettbewerb dann ansteht, darf ich vorher noch eine Urkunde verleihen an Steffi Mulder. Dies ist nämlich unser Stammtischbruder Kastner, die erste Hopfenkönigin, die wir heute hier krönen. Die Krone hat schon auf, in Natura. Liebe Steffi, ich darf dir recht herzlich gratulieren und dir diese Ernennungsurkunde überreichen. Seitens des Stammtisches Bruder Kastner. Ich darf dir nochmal recht herzlich gratulieren. Ich glaube, Steffi beißt nicht, ich darf es euch nicht zugestehen. So ist sie. Ja, wunderbar. So ist sie. Danke. Danke. Runde dann ausgewertet wird. Unsere Sandisch-Brüder haben schon und das ist mal ganz ich habe mal eine Gruppe, ein bisschen oben. Du bist sie. Meinst du? Das ist so schön. Super. Ja, gut. Danke.
So nervös machen meine Kunden. 10? Ja. Ja. Los! Genau so wird es sein. Na? 10! Ja. Was zu verzeihen? 9, 8, 7, aus! Na ja, Baron, auf geht's! Ja, ich mach bei der nächsten Runde damit. Alles klar! Jetzt. Also wir haben das Ergebnis von unserem Topfenzupfer-Wettbewerb. Und also wir dürfen natürlich die zweite Hopfenkönigin ganz herzlich begrüßen und die erste Hopfenkönigin. Ich würde sagen, die dringen noch einmal mit uns einmal ein gescheites Prosit. Und dann wird es schon ganz gemütlich. Und ja, also wir haben eine fleißige Hopfenzupfer gehabt. Und wir haben vor allem auch erfolgreiche Hopfenzupfer gehabt, weil wir haben nämlich 3 gehabt, die es geschafft haben, in 10 Minuten 250 Gramm Hopfen zu zupfen. Und ihr könnt es ja mal fragen, das ist gar nicht so einfach, 250 Gramm Hopfen da zusammenzubringen. Das waren Judith Heindl, der Leo Staudigl und Werner Huber. Genau, die drei haben 300 Gramm Hopfen geschafft. Und die dürfen sie dafür sogar Beitrag geben. Und die ganz Erfolgreichen, die haben dann sogar 350 Gramm geschafft. Das ist dann schon, wo man sagen kann, das ist eine beachtliche Leistung, das ist schon gut. Da waren wir dann schon ganz fleißig, ganz vorne mit dabei. Da kann man sich dann schon dann bei die Hopfenbauern dann bewerben, dann hat man Aussicht auf Erfolg. Gell? Da wäre eingestellt. Genau. Das sind die Angelika Robeller und der Johannes Heindl. Die kriegen natürlich 5 Flaschen Bier jeder dazu. Weil wer so einen Kopf zupfen kann, der hat bestimmt einen kleinen Durst, der hat ja ein bisschen was gewonnen. Ja? Also, perfekt. Hopfen zupfen, kann man mal ausprobieren. Schönes Event und durchaus erfolgsversprechend. Also, es ist nicht so, dass man da mit ein bisschen Leistung in 10 Minuten schnell mal was Schönes verdienen kann. Also, im nächsten Jahr machen wir es wieder. Vielleicht gibt es im nächsten Jahr noch mehr Teilnehmer, die dann Hopfen zupfen wollen und das mal ausprobieren. Dafür aber erstmal vielen Dank für die heutigen Teilnehmer. Also, einmal haben wir Hopfenzupf drauf und der Hopfer kommt normalerweise da, oder in der Hopfenschmiede ist ja wurscht, in die kochende Würze rein. Der Kocher gibt man Hopfen deswegen, weil die Bitterstoffe, die im Hopfen drin sind, dass sie in der Würze auflösen, dass das Ganze bitter wird. Was im Hopfen ist, haben wir Hopfenöl. Nur wenn man jetzt sind wir gespannt, wer die meisten Golden dann zupft. Ob dann auch ein Ausschuss dabei ist in Form von Blättern, die dann nicht gewertet werden. Und hier haben wir unseren Bruder Kastner Stammtisch da, der das dann aussortiert, die Blätter. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Nachmittag.
Am Morgen, wenn die Sonne lacht, gehen wir auf Bergeshö. Mit guter Laune im Gebäck, was kann's noch Schöneres geben? Ein Schnapserl auch im Rucksack drin, so wie es sich's bei uns gehört. Am Gipfel sitzt man am Freitag, das muss erleben. Im Herzen aber bleiben, jeden Mensch soll ein Freund. Das Glück auf den Höhen, das ist die schönste Zeit. Da spürst du die Freiheit, die schöne Natur. Es kommt dir so wie in der Kirche. Am Abend in der Hütte alles da so richtig zu und lustig sind die ganzen Leid bis morgen in der Früh. A Kinderl dann im rechten Ohr, so wie es sich's bei uns gehört. Ans Horn gehört noch keiner denkt, das musst verstehen. Im Herzen aber klar, wie Mensch sein, ein Freund. Das Glück auf den Höhen, das ist die schönste Zeit. Da spürst du die Freiheit, die schöne Natur. Es kommt dir. Ich bin jung und mal frech, habe Glück und oft Pech von der Welt. Noch nichts gesehen. Ich zieh fort von zu Haus in die große Welt hinaus, in der Hand ein Akkordeon. Ich bin frei und bereit, auch viel Spaß hab ich Zeit oder für Anständigkeit. In jedem Städtchen, da gibt es Mädchen, die singen und tanzen und küssen da. In jedem Städtchen, da sind die Mädchen, die gern alleine das ganze Jahr. Und Katharina, ich hab die ganze Zeit.